Die Kundgebung darf nicht stattfinden. Niemand von uns wusste, was los ist. Ich habe dann gesagt, wir gehen zur Klinikleitung und klären das. Und was sich dabei herausgestellt hat, das ist genau genommen noch viel irritierender für mich. Es hat sich herausgestellt, dass die Klinikleitung gar nicht die Notdienstvereinbarung im Blick hatte bei der Klage und der einstweiligen Verfügung, sondern es geht um die Grundsatzfrage, ob überhaupt eine Klinikleitung mit euch verhandeln darf über einen Entlastungstarifvertrag. Und da sage ich nur mal, ihr hattet diesen Streik verdammt lang angekündigt. Und was ich nicht verstehe, ist, warum all diese Fragen in den vielen, vielen Tagen vorher nicht geklärt worden sind und auch nicht von den zuständigen Senatorinnen geklärt worden sind. Das hätte passieren müssen. Jetzt klärt es Vivantes vor Gericht. Ich bin jetzt genauso gespannt wie ihr für die Entscheidung und drücke die Daumen. Aber ich muss sagen, es gibt ja mindestens drei Dinge, die auf dem Tisch liegen. Und die brauchen nicht alle eine Gerichtsentscheidung. Und das muss man vielleicht hier nochmal ganz klar sagen. Ihr wollt die Wiedereingliederung der Töchter von Vivantes und ihr wollt eine Angleichung an den TVÖD für alle Beschäftigten. Das sind Dinge, die können wir auf Landesebene verhandeln. Und es ist ein Rätsel, warum das nicht schon längst losgegangen ist. Das muss losgehen und da muss auch der Senat, da müssen die zuständigen SPD-Senatorinnen mit in die Bütt. Erste Sache, unabhängig von dem, was vor Gericht rauskommt. Das zweite ist die Notdienstvereinbarung. Das zweite ist die Notdienstvereinbarung, die überhaupt mal ermöglicht, dass man verantwortungsvoll streiken kann. Und ich muss sagen, eine Sache ist ganz wichtig und die sage ich hier laut. Ihr seid verantwortungsvoll, ihr werdet es nicht zum Schaden der Patientinnen und Patienten machen. Da muss einfach gemeinsam was Tragfähiges ausgehandelt werden. Niemand sollte rumlaufen und auch nur irgendwie unterstellen, dass es euch nicht darum geht, die Patienten trotzdem zu schützen. Ich verlasse mich darauf, dass das, was Vivantes gestern gesagt hat, auch eingehalten wird, dass jetzt keine Tatsachen geschafft werden und Stationen wieder vollgeräumt werden in der Zeit, sodass man auch überhaupt nur ernsthaft und seriös über eine Notdienstvereinbarung reden kann. Zweite Sache, für die es keine Grundsatzentscheidung und keine Grundsatzklärung vor Gericht braucht. Das muss man vielleicht hier auch mal deutlich auseinanderhalten, denn Handeln ist möglich, auch ohne das Gericht. So. Und der dritte Punkt, das ist der Punkt, der jetzt vor Gericht geklärt wird, nämlich ob es grundsätzlich möglich ist, dass das auch unterhalb der TVÖD-Ebene auf Landesebene eine Klinikleitung einen Entlastungstarifvertrag machen kann. Ich sage euch, ihr wisst, dass ganz Deutschland draufschaut. Wir wissen auch alle, dass ihr hier etwas macht, was Vorbildcharakter dann für ganz Deutschland hätte. Insofern werden nicht nur wir hier in Berlin, sondern wird vermutlich ganz Deutschland heute sehr gespannt auf diese Entscheidung warten. Eins sage ich aber jetzt schon mal. Wir wissen nicht, wie es ausgeht. Ich bin keine Juristin. Was ich nicht verstehe ist, warum konnte nicht auch das schon längst gemeinsam gerichtlich und auch rechtlich geklärt werden? Warum hätte man sich nicht hinsetzen können, Senat, die Klinikleitungen und Verdi benennen juristische Experten, die gemeinsam klären, wie es mit dieser Frage weitergeht? Denn es ist ja eine elementare Grundsatzfrage. Die muss ja geklärt werden. Aber warum muss es jetzt, erst wenn es einen Rechtsschutz gibt, einen Berechtigten, der zu einer Klage berechtigt, geklärt werden? Das rätselhaft, das ist ein Versagen. Das ist auch eine Untätigkeit der SPD-Senatorin. Und dritte Sache, wenn es heute schief geht, wenn das Gericht entscheidet, dass es auf Bundesebene geklärt werden muss, dann sind zwei Sachen einschlägig. Erstens, wir haben auch Bundestagswahlen. Erstens, dann wandert es auf Bundesebene. Natürlich hat auch ein Land als Arbeitgeber letztendlich mitzureden, auch wenn es auf Bundesebene geklärt werden muss. Es ist in keinem Fall so, dass ein Land komplett raus ist, muss man auch mal dazu sagen. Aber viel wichtiger, wenn es wirklich so kommt, dann müssen wir eben weiterreden und dann sage ich auch jetzt schon, ich jedenfalls stehe bereit, ich erwarte das aber auch vom Senat und ich erwarte es vor allem von den Klinikleitungen, dann müssen wir weiterreden, denn es gibt Möglichkeiten für Entlastung, die auch mit einer solchen Gerichtsentscheidung kompatibel werden. Ich will dem nicht vorgreifen, denn ich weiß, dass ihr auch eure juristischen Expertisen habt und ich hoffe, ihr bekommt recht, das werden wir sehen. Aber weiterreden müssen wir auf jeden Fall auch über diese Frage. Alles Gute euch! Und wir sprechen uns weiter.